Schaffhausen ist die nördlichste Stadt der Schweiz und hat 36.000 Einwohner. Sie ist die Hauptstadt des Kantons Schaffhausen mit rund 80.000 Einwohnern und Zentrum einer lebendigen und eigenständigen kleinen Region zwischen Zürich und dem deutschen Bundesland Baden-Württemberg. Den Charme der Stadt machen seine gut erhaltene und verkehrsfreie historische Altstadt und die schöne Lage am Rhein aus. Vom Monod, dem bekannten Wahrzeichen, bietet sich ein weiter Blick über die einzigartige Stromlandschaft des Rheins und die bewaldeten Hügel des Randens. In wirtschaftlicher Hinsicht ist Schaffhausen vor allem durch seine Unternehmen aus den Bereichen der Metall- und Maschinenindustrie, der Chemie- oder der Uhrenbranche bekannt geworden. Die Umstrukturierungen der vergangenen Jahrzehnte haben die wirtschaftliche Landschaft jedoch deutlich verändert. Zudem prägen zahlreiche innovative kleine und mittelgroße Unternehmen im Bereich innovativer Technologien und im Dienstleistungsbereich heute die wirtschaftliche Landschaft entscheidend mit. Sie alle bieten moderne und hochwertige Arbeitsplätze. In der Folge ist die Bevölkerung des Kantons Schaffhausen seit 2009 um 5% gewachsen und wird weiter zunehmen. Dadurch steigen die Ansprüche an eine gut ausgebaute öffentliche Verkehrsinfrastruktur. Die Verkehrsbetriebe Schaffhausen erschließen das gesamte Gebiet der Stadt Schaffhausen und der Nachbargemeinde Neuhausen am Rheinfall. 6 Durchmesserlinien bedienen alle Stadtquartiere im 10-Minuten-Takt während der Hauptverkehrszeiten sowie im 20-Minuten-Takt während der Abendstunden und am Wochenende. Im Einzugsgebiet der VBSH wohnen zwar nur rund 46.000 Einwohner, doch die 41 Busse, davon 7 Gelenktrolleybusse, transportieren jährlich 13,5 Millionen Fahrgäste bei einer Fahrleistung von 2,7 Millionen Kilometern. Die Erschließung der Schaffhauser Landgemeinden erfolgt zur Hauptsache durch die regionalen Verkehrsbetriebe Schaffhausen, deren Geschäftsführung bei der VBSH liegt. Mit insgesamt 8 Buslinien werden 26 Gemeinden erschlossen. Die 8 Gelenk- und 17 Solobusse befördern jährlich 2,3 Millionen Passagiere und legen 2,2 Millionen Kurskilometer zurück. Mit einem gut ausgebauten Liniennetz und einem dichten Fahrplan bieten die Verkehrsbetriebe Schaffhausen ein auf die Bedürfnisse der Region abgestimmtes Fahrplanangebot.